Ja, hallo liebe Klemmerschein-Witz, liebe Freunde des gepflegten Unboxings. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu dieser neuen kleinen Haul hier auf meinem Kanal. Ja, eigentlich habe ich mir persönlich vorgenommen, ich möchte gar nicht mehr so viel kaufen, auch wenn das geil ist. Are you serious? Aber, naja, zum einen gab es ja letztens so einen unrühmlichen Tag, wo bei mir in meinem Leben es von einer 39 auf die 40 geswitcht ist, ja. Und auch wenn dort nicht so viel Klemmbausteine zu mir gekommen sind, Familie ist da jetzt nicht so hinterher, mir Klemmbausteine noch und nöcher zu schenken, was ich zum Teil verstehen kann, zum Teil aber auch nicht, egal, wie auch immer, trotzdem ist da ein bisschen was zusammengekommen. Einmal geschenkt bekommen, einmal gekauft, das möchte ich euch zeigen. Und ja, jetzt am letzten Wochenende war die Briggs & Friends in Köln. Ja, und auch da habe ich ein bisschen geshoppt, aber tatsächlich anders, als ich es gedacht hatte, beziehungsweise es sind Dinge zu mir gekommen, wo ich am Anfang gar nicht daran gedacht hätte, dass sie vielleicht zu mir kommen würden. Deswegen, ja, bleibt gespannt. Und am Ende des Ganzen gibt es auch noch ein erstes Mal. Ja, ein erstes Mal in meinem Leben mit dieser Firma. Bleibt gespannt, wir legen los. Ja, als allererstes kommen wir, wie gesagt, zu meinem Geburtstag. Dort habe ich tatsächlich von einem guten Kumpel dieses wunderbare Set hier bekommen. Habe ich mir tatsächlich auch gewünscht. Und ja, ihr hört es vielleicht schon oder ja, ihr seht es vielleicht auch schon. Es ist nicht mehr gefüllt, es ist leer. Mein Sohn hat es tatsächlich schon gebaut. Ich habe es ihm überlassen. Für meine Stadt wollte ich diesen Bus gerne haben. Und das ist tatsächlich ein Set, was er wunderbar bauen kann. Aber hier natürlich die Frage, wollt ihr zu diesem Set vielleicht ein kleines Review? Vielleicht wieder so eine Quick and Dirty Nummer? Ja, schreibt es mir unten rein. Ansonsten muss ich das auch nicht vorstellen. Aber es an sich, es bietet coole Sachen. Es ist ein cooles Fahrzeug, coole Figuren. Also man könnte, wenn man wollte, wenn ihr wolltet. Also unten in die Kommentare. Als nächstes habe ich selbst geshoppt anlässlich meines Geburtstags, weil ich auch tatsächlich einen Geburtstagsgutschein bekommen habe. Liebe Grüße gehen da raus an die Schenkerin. Und ich habe bei Amazon etwas gekauft. Oh ja, Papier. Whee! Natürlich nicht. Ich habe etwas gekauft. Zweierlei. Zum einen, ich wollte es euch einfach mal zeigen, auch wenn es gar nichts mit Klemmbausteinen zu tun hat. Einen Comic, ihr wisst ja, ich bin ja großer Alien-Fan und ich habe schon einen Comic aus der Alien-Reihe und das ist der nächste. Ich bin super gespannt, Alien-Tauwetter, wie dieser Comic bzw. diese Graphic-Novel ist. Aber wie gesagt, ist ja überhaupt kein Klemmbaustein-Content. Ihr wartet eher auf Klemmbaustein-Content und da habe ich mir, Moment, so, dieses Set hier gekauft, den Leviathan aus Avengers. Aus dem Film Avengers, genau. Ihr kennt das ja mit Hulk und dem dicken Brummer hier. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe mir das Set natürlich im Vorfeld schon mal angeguckt. Sollte man übrigens machen, bevor man kauft, damit man nicht motzen muss am Ende des Tages. Und ja, eigentlich finde ich, sollte der noch größer sein. Aber ich muss mal gucken, vielleicht hole ich mir noch ein zweites Mal und baue dann einen etwas größeren. Aber der passt natürlich super zu meinem Avengers Tower, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir unten rein. Genau, das ist der. Runter damit. Ja, und damit ist eigentlich schon der Geburtstag wieder durch und wir wenden uns jetzt der Briggs & Friends zu. Und das tue ich mit diesem interessanten Gebilde. Einmal kurz aufmachen. Ja, genau das drin, was ich drin haben wollte, nämlich aha, Dungeons & Dragons Minifiguren-Serie. Ich habe sie diesmal wieder komplett, weil ich auch da vorher geschaut habe, ob sie mir gefallen oder nicht. Und auch wenn ich mit dem Spiel nichts zu tun habe, das ist cool. Ich habe den Film gesehen, den letzten, ne? Ehre unter Dieben, den fand ich ganz cool. Aber mit dem Spiel an sich habe ich nichts zu tun. Aber die Serie ist super. Tolle Figuren. Auch da, wenn ihr wollt, dass ich euch die mal im Detail vorstelle, wird sicherlich auch der ein oder andere machen. Aber da könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, werde ich das gerne tun. Ansonsten werde ich die aufbauen und irgendwie in meiner Stadt irgendwo integrieren. Da gibt es ja lustige Ideen. Ein weiteres kleines Etwas, was ich mir auf der Briggs & Friends gekauft habe, tatsächlich nur für 3 Euro, ist die Nummer 2847. Und die Älteren unter euch werden eventuell vielleicht denken, ja, Moment mal, da hat der Ben ja schon mal was aus der Serie vorgestellt. Genau, es ist ein UFO-Set, genau, aus der, ja, wie gesagt, aus der UFO-Serie 1997. Ich habe es eigentlich nur wegen der Figur gekauft, aber wenn man mal bedenkt, dass das nur 3 Euro jetzt gekostet hat,
Das war für mich ein No-Brainer. Ne? Ein No-Brainer. Habe ich mir gekauft. Da ist es. Ich freue mich. So, und jetzt kommen wir zu der Tüte, die ihr schon im Thumbnail gesehen habt. Die steht da. Tut sie das? Genau. So, in dieser Tüte ist teilweise Lego, teilweise auch nicht Lego. Ich zeige euch erstmal, was von Lego da drin ist. Das ist dieser lustige kleine Kopf. Und wer auf der Bricks and Friends unterwegs war, der wird vielleicht wissen, was ich mir da noch gekauft habe. Nämlich, das, was jetzt gerade unten rausgefallen ist, bin ich ein Dämmel. Ey, das ist unfassbar. Genau, und zwar das hier. Ja, es hat mit Lego eigentlich nichts zu tun, aber dieser lustige kleine Kopf kommt da oben drauf und dann hat man, ja, Wortspiele gehen raus, Grüße genauso an den lieben Sven, ein Bricklicht. Ja, ja. Alles, was ihr zu diesem Produkt und zu der Produktreihe wissen müsst, habe ich euch unten verlinkt. Bricklicht, eine sehr schöne dekorative Art, mit diesen Köpfen umzugehen. Ich habe ja schon mal was ausprobiert, das Video verlinke ich euch auch da oben, wie man diese kleinen Köpfe zu einem Blumentopf umfunktionieren kann. Fand ich auch eine sehr süße Idee. Diesmal probiere ich mich an einem Bricklicht, beziehungsweise es wurde schon für mich probiert. Ich baue es auf, stelle es mir hin. Ja, und ich mache vielleicht ein paar Fotos, stelle die auf Instagram, also auch unbedingt da folgen und für den Moment stelle ich es einfach mal hier hin. So, das war im Prinzip noch nicht ganz, die Bricks and Friends, denn ich habe auch noch zwei kleine Tütchen für euch oder für mich. Einmal wieder ein kleines Sammelsurium von Cocktails vom lieben Petzen Bricks, auch der ist natürlich unten drunter verlinkt, auch sogar einen Sangria-Topf. Ich fand die Sache lustig, muss irgendwo an den Strand. Und dann habe ich noch ein paar nette kleine Giveaways bekommen. Ich zeige sie euch auch gerne mal kurz und bündig. Einmal ganz klar anschließend an das von eben, ein Bricklichtstein mit Bricks, Sven Bricks. Auch den könnt ihr euch natürlich dann auf Instagram und so weiter anschauen. Dann habe ich vom lieben Michael von Promo Bricks, ich baue es euch gerade mal nur zusammen, damit es zusammen ist, einmal den Jubiläumsstein und die Promo Bricks Fliese bekommen. Und damit das sich besser anschaut, hier auch noch von Brick Fail News eine wunderbare Zeitung, die natürlich einen Platz in meiner Stadt finden wird. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Brick Fail News, auch das ist sehr schön. So, damit schließt sich tatsächlich die Bricks and Friends für heute, aber noch nicht dieses Video. Nein, nein, nein. Ich habe euch ja gesagt, Geburtstag, Bricks and Friends und ein erstes Mal. Ja, und das erste Mal, das ist, holy moly, dieser dicke Brummer. Eieiei, ist der schwer. So, das ist das hier. Und ja, wer sich im alternativen Klemmbausteinbereich ein bisschen auskennt und diverse Videos schon geschaut hat, der wird sich denken können, das ist nicht Blue Bricks. Dafür ist der Karton zu schwarz, aber und fast schon nicht mehr schlicht genug. Sondern es ist, ja, Less DIY. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, die dann auch auf Facebook geteilt wurde, was da hätte drin sein können. Das Bild habe ich schon geteilt. Und heute löse ich auf, denn in diesem Set oder in diesem Karton ist dieser Mock hier drin. Ja, ganz genau. Die Ninjago City Expansion, ein weiteres Set für meinen Ninjago District. Ich freue mich riesig, das gab es bei Less DIY. Es gibt noch ein anderes Set, was ich vielleicht danach noch bekommen könnte. Ich weiß es noch nicht. Das wurde mir gestellt, ja, von Less DIY. Die haben mich halt angeschrieben. Wahrscheinlich auch 30.000 andere anschreiben. Ne? Aber egal, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie mich angeschrieben haben, dass ich die Gelegenheit bekomme, das einfach mal auszutesten. Und das Mock an sich, das habe ich ja schon öfter bei Rebrickable gesehen. Ich freue mich drauf, das zu bauen und das erwartet euch irgendwann demnächst. Genau. Ja, und dementsprechend bin ich auch schon wieder am Ende angelangt. Eine kleine, aber feine Haul, anlassgebunden, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, schreibt mir gerne unten rein, was euch interessiert, was ihr cool findet, was ihr nicht cool findet. Habt ihr vielleicht auch ein Bricklicht oder habt ihr auch schon mal mit Less DIY was gemacht? Habt ihr von denen was gekauft oder gestellt bekommen? Schreibt es mir unten rein. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du weiter informiert bleiben willst, was auf meinem Kanal passiert und es noch nicht gemacht hast, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und gerne auch Mitglied werden, wenn du möchtest. Alles ist unten verlinkt, alles pipapo. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin sage ich, ciao.